Dort oben wurden sie entfernt wegen der letzten Nacht, wo sehr kalt war und demzufolge, weil es ja geschneit hatte, wie unschwer erkennbar ist, mittlerweile ja, hat sich wieder Tauwetter eingesetzt und so, dass hoffentlich nichts verfroren wurde und die Blüten weiter. Und ja, der Boden ist jetzt nicht mehr so trocken. Demzufolge wird hier nun das Lager aufgefüllt. Also das ist das Material, welches da transportiert wird. Und dann unterschiedlichste Formen, das ja Eikmaterial ist, gefräst und das, was nicht ganz passt, beiseite geschoben und hier heruntergeworfen. So, dass dann da wieder gebogen wird. Genau, also das ist das Lager, eigenes Lager. Normalerweise bieten ja dieses Holz anderswo hin, aber dieses hier so, balancieren, genau. Und dort oben wurde Villenkerzen montiert und gestern Abend, heute Nacht, wurde angezündet. Ja, natürlich kann es noch nicht genau gesagt werden, inwiefern das hilfreich war, aber es hat auf jeden Fall das, was gemacht werden konnte, gemacht. Ja, Holzofen, halbe Meter Länge, da ist ja der eigene Holzofen ist, demzufolge ist hier sehr schön zu sehen, die Tür, wodurch dann ja, das kleine Material, und sie wird einfach dann fortlaufend gebogen, wie sehr schön zu sehen ist, auch das fortlaufend. Ja, wird einfach mal gemacht, und sobald dann der Schnee weg ist, wieder die Bodenverhältnisse wieder stimmen, geht es wieder dort nach oben. Ja, Vögel sind schon, Flugzeuge. Ja, bald ist es ja wieder Ferien, Osterferien. Habt ihr vor, das ist wie die Sache hier aus dem Englischen, die Geschichte von Alice in Wunderland im Grunde genommen, dass die sich dann ja, sich in den Wald begibt und dort bei einem Baum runterfällt und dann dort unten öffnet sich eine Tür und dort ist dann das Wunderland gemäß den englischen Kenntnissen, die das dort in diesem Buch, in dieser Past Perfect Participle Zeit erzählt wird von Rolf Dahlen, jemand der gestorben ist, zuerst Erwachsenenführer geschrieben hat und später Kindergeschichte. Die haben einfach etwas, ein anderer Spaßfaktor als die Erwachsenen. Aber das ist so, ja, aus den Büchern heraus. Nun geht es weiter hier. Unterschiedliche Größe. Es muss einfach mindestens einen halben Meter lang sein. Also, das ist der Vorteil, es wird einfach halbiert. Einiges ist schon perfekt. Oh, also, tolle Sache. Also, da ist ja das andere Material. Ist hier